Guten Abend miteinander. Es freut mich, dass ihr euch heute Zeit nehmt, für euch über Energiethemen zu informieren. Es ist immer gut, wenn man sich im Voraus informiert und nicht, wenn die Heizung im Keller ausgestiegen ist und man sofort eine Lösung muss suchen muss. Meistens gibt es dann eben nicht die besten Lösungen. Ich habe das Bild zum Einstieg gewählt, weil es endlich sinnbildlich unsere Tätigkeit als Energieberater zeigt. Wir unterstützen euch beim Weichenstellen bei euren Energieprojekten. Und hier sieht man endlich auch schön, dass je nach Ausgangsort und nach Ziel muss man einen anderen Weg wählen, für dorthin zu kommen, wo man dann schlussendlich her will. Und genau gleich ist es endlich auch bei euren Energieprojekten. Also, darum der Slogan «Weg vom Gas, so geht das», sieht eben je nach Gebäude und nach Rahmenbedingungen unterschiedlich aus. Darum tun ich euch jetzt in der nächsten Folie einfach vorstellen, was wir als Energieberater machen und auf was für allgemeingültige Punkte, dass ihr da bei diesem Prozess schauen solltet. Für individuelle Beratungen könnt ihr euch dann gerne direkt bei uns auf der Beratungsstelle melden. Der Ueli Nieffenegger hat schon gesagt, jede Gemeinde im Kanton Bern ist an einer öffentlichen Energieberatungsstelle angeschlossen. Über das Tool, das er vorgestellt hat, könnt ihr über die Postleitzahl die entsprechende Energieberatungsstelle suchen. Unser Team ist zuständig für das westliche Berner Oberland. Wir betreuen 52 Gemeinden mit rund 160'000 Einwohnern und das Gebiet geht entweder von Meritz bis hoch nach Gstaad. Das, was wir anbieten, sind Vorgehensberatungen, die sind Hersteller- und Produkte unabhängig. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen euch also nicht verkaufen, sondern wir wollen eure Bestellkompetenz erhöhen, dass ihr dann konkreter auf die Unternehmer zugehen könnt und genauer wisst, was der Stand der Technik ist und was ihr könnt verlangen könnt. Wir bieten telefonische Beratungen an, aber auch Beratungen bei uns im Büro oder bei euch vor Ort. Größtenteils sind die Beratungen kostenlos. Einzige Ausnahme ist, wenn wir bei euch vor Ort kommen, dann haben wir einfach eine kleine Pauschale, die wir in Rechnung stellen. Jetzt werde ich euch kurz vorstellen, wie so eine Energieberatung abläuft. Und zwar fangen wir endlich immer gleich an, wir machen Standortbestimmung. Und dabei nehmen wir endlich die Gebäudehülle unter die Lupe, wir schauen das Heizsystem an, die Haustechnik allgemein und bestimmen eben die hier abgebildete Energiekennzahl. Die Energiekennzahl sagt aus, wie viel Energie das ihr braucht, für einen Quadratmeter ein Jahr lang zu beheizen bei eurem Gebäude. Und da sieht man endlich schön, dass Bestandesbauten bis zu 200 Kilowattstunden Energie brauchen, für einen Quadratmeter ein Jahr lang zu heizen. Das entspricht 20 Liter Heizöl pro Jahr. Und darum ist es endlich wichtig, dass man probiert, den Verbrauch durch eine Sanierung zu reduzieren, dass wir nur so können wir endlich unsere Klimaziele erreichen, nur so können wir unsere Wärmeversorgung auf erneuerbare und einheimische Energieträger abstützen. Nachdem die Ausgangslage geklärt ist, gehen wir dann weiter und in einem zweiten Schritt geht es dann endlich darum, dass Ziele definiert werden. Und dabei müsst ihr euch die Frage stellen, wo möchte ich mit meiner Liegenschaft in 10, in 15 Jahren stehen? Soll es allenfalls eine Erweiterung geben? Will ich anbauen? Oder ein Mehrgenerationenhaus? Oder steht sogar ein Verkauf zur Diskussion? Das sind alles Fragen, die man sicher muss klären muss, bevor dass man ein stimmiges Gesamtkonzept machen kann. Und auch wenn ihr jetzt keine Gesamtsanierung plant, finde ich es extrem wichtig, dass man eben ein Gesamtkonzept erstellt, das nur so kann man verhindern, dass ihr euch durch einzelne Massnahmen für künftige Massnahmen etwas verbaut. Jetzt kommen wir endlich zum Kernstück von unseren Energieberatungen. Dabei geht es endlich darum, dass wir wieder mal eine Auslegeordnung machen und schauen, welche Möglichkeiten gibt es, jetzt eben an das Ziel zu kommen, welche Technologien könnte man einsetzen, was ist technisch machbar, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile von diesen Systemen. Aber auch die Kosten und vor allem die Förderung ist immer ein Thema.
Dabei ist etwas ganz Wichtiges, und zwar die Erneuerungszyklen von eurer Haustechnik und eurer Gebäudehülle. Also, wenn jetzt sowieso der Verputz der Fassade abbröckelt, dann ist das genau die Gelegenheit, eben auch energetisch die Fassade zu erneuern. Und durch das könnt ihr Synergien nutzen, weil ihr sowieso den Gerüstbauer, den Maler oder den Gipser braucht. Und dann ist es dann endlich ein kleinerer Schritt, eben auch energetisch die Fassade zu erneuern. Und das Gleiche gilt auch beim Dach. Also, wenn ihr das Dach angeht, unbedingt auch das Dach dämmen und die Sonnenenergie in einer Form nutzen. Also dort schauen, wenn ist was nachher und probiert die energetischen Massnahmen an sowieso Unterhaltsarbeit anzuknüpfen. Das macht das Ganze dann viel wirtschaftlicher und gibt dann eine logische Etappierung der Massnahmen. Kosten sind natürlich auch immer ein Thema auf unseren Beratungen. Und hier habe ich ein Beispiel genommen von einem Heizungsvergleich. Das ist eine Evaluation von verschiedenen Heizsystemen. Und da möchte ich einfach etwas mitgeben. Schaut unbedingt nicht nur die Investitionskosten an, sondern die Lebenszykluskosten oder die jährlich anfallenden Kosten. Weil die Investitionskosten sind nur ein Teil der Wirtschaftlichkeitsberechnung, nur ein Teil der anfallenden Kosten. Hier sieht man die Investitionskosten im unteren Bereich, blau dargestellt. Der Rotbereich sind eigentlich Kosten, die anfallen für Service und Unterhalt von diesen jeweiligen Heizsystemen. Und in Violett sind dann eigentlich die Energiekosten, die im Betrieb anfallen. Und da sieht man endlich schon, die fossilen Heizsysteme auf der linken Seite haben zwar tiefe Investitionskosten, die vielleicht eben verleitend ist am Anfang, aber wenn man dann schaut, im Betrieb sind dann die Energiekosten eben verhältnismässig hoch. Und genau umgekehrt ist es dann bei den Wärmepumpen, bei den zwei linken, also bei der dritten und bei der zweiten Säule von rechts, dort ist es dann endlich so, dass verhältnismässig hohe Investitionskosten anfallen, aber dann im Betrieb tiefere Energiekosten. Und die tiefen Energiekosten amortisieren eigentlich die hohe Investition über die Lebensdauer der Anlage. Und vor allem ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr tiefe Energiekosten habt, seid ihr auch weniger die Energiepreisschwankungen ausgesetzt. Also ihr seht, dort die Wirtschaftlichkeit spricht nicht gegen den Einsatz von erneuerbarer Energie, nebst all den 100 anderen Gründen, die dafür sprechen. Bei umfangreichen Projekten ist es vielfach auch sinnvoll, dass man nach unserer Vorgehensberatung noch einen Gebäudeenergieausweis erstellen lässt. Vor allem der GEAC Plus, der mit dem Beratungsbericht, der bietet einen sehr guten Überblick über euer Gebäude und dort kann man dann eigentlich auch bis zu 3 Erneuerungsvarianten durchrechnen. Ihr seht dann die energetische Wirkung, ihr seht die Kosten, die anfallen und es wird auch ersichtlich, bei welcher Variante, dass ihr welche Förderbeiträge in Aussicht gestellt bekommt. Das bildet also eine sehr gute Entscheidungsgrundlage für das weitere Planen. Zum Schluss habe ich noch eine Folie zur Förderung. Aktuell gibt es sehr viele Förderprogramme, also auf Ebene Bund, Kanton, aber auch Gemeinden, Energieversorger und der Branchenverband haben Förderprogramme für spezifische Massnahmen und dabei ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu bewahren in diesem Förderdschungel. Und darum empfehle ich euch, die Internetseite energiefranken.ch zu kontaktieren. Dort könnt ihr nach Postleitzahl Ausfindung machen, welche Förderprogramme in eurer Gemeinde was fördern. Und ein wichtiger Grundsatz hier noch, unbedingt eure Förderbeiträge vor Baubeginn beantragen, sonst geht der leer aus. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Gut, zum Schluss noch meine Aufforderung. Kommt doch mit euren individuellen Projekten bei uns vorbei. Wir unterstützen euch gerne in diesem Prozess. Besten Dank. Danke vielmals, Roland.
Bist du morgen im Büro? Weil es könnte es tügen. Bin ich. Bist? Genau. Ich habe noch eine Frage an dich. Petra Leimer fragt, welche Heizsysteme sind für sehr enge Räumlichkeiten oder kleine Reihenhäuser geeignet? Oft wird immer eine Idealsituation von einem grossen, freistehenden Haus besprochen. Mhm. Kannst du das generell sagen? Ja, da habe ich jetzt einfach ein bisschen Mühe mit generellen Aussagen. Oder? Weil man muss wirklich die Rahmenbedingungen kennen, die vor Ort vorherrschen, für eine konkrete Empfehlung abzugeben. Aber jetzt bei Mehrfamilienhäusern kann es durchaus Sinn machen, wenn man eine gemeinsame Heizung installiert. Das könnte auch wirtschaftlich interessante Lösung sein, aber das muss man effektiv vor Ort zusammen anschauen oder respektive anhand von den Plänen und die Auslegeordnung in Ruhe machen. Ich glaube, es wäre unseriös, wenn ich jetzt da... Also Petra Leimer muss auch noch zu dir kommen. Scheint, gut. Ja. Also danke für den Moment. Hinten drin bist du dann auch noch zu haben für Fragen. Merci, sicher. Roland, danke vielmals.